Das Gesicht gilt mehr als der Körper. Es geht die Sage, dass der König einer Stadt einst einen Sohn hatte, der ausgezogen war, um bei einem ehrwürdigen Einsiedler zu lernen. Als er ausgelernt hatte, wanderte er zurück in seine Heimat. Auf dem Wege kam er an ein Dorf und dort sah er die Tochter eines Bauern. So lieblich war sie und schön, dass die Liebe ihn ergriff. Auch sie, die Schöne, ließ ihre Blicke mit Wohlgefallen auf dem Jüngling ruhen. Weil es so war, erfüllten die beiden einander den Wunsch der Liebe. Dann wanderte der Jüngling weiter und führte seine junge Gattin fort. Auf dem Weg in seine Heimat mussten sie einen großen Wald durchqueren. In diesem Wald wohnte ein Räuber. Sein Herz kannte kein Mitleid und seine Hand war wohl erfahren in seinem Handwerk. Im Hinterhalt lauerte er, um die Wanderer zu überfallen und auszurauben. Als der Jüngling mit seiner jungen Frau vorüberging, beobachtete sie die Räuber aus dem Dickicht. Rohe Lust wallte in ihm auf, als er die schöne Frau erblickte. Er begehrte, sie zu seinem Weibe zu machen. Aus seinem Versteck sprang er hervor und rief: »Ihr zwei, wohin deswegs? Du, gib mir deinen Schatz, dann kannst du weitergehen.« Der Jüngling und seine Frau waren stehen geblieben, als ihnen der Räuber in den Weg trat. Der junge Mann antwortete ohne Furcht: »Wir kehren in meine Heimat zurück. Welches Recht hast du, von mir meinen Schatz zu fordern?« Der Räuber lachte: »Du weißt wohl nicht, dass dieser Wald mein Gebiet ist. Ich habe die Macht, jedem das Haupt abzuschneiden, wer es auch sei. Wenn du Widerstand leistest, wirst auch du diesem Schicksal nicht entgehen.« Der Jüngling hatte mit wachsendem Zorn zugehört. Unter den Schülern des greisen Lehrers war er der Erste gewesen in der Kunst der Waffenführung. Darum rief er: »Du bist sehr tapfer, komm also her und schneide mir den Kopf ab.« So sprach er und hob sein Schwert. Der Waldräuber brauste auf. Er fasste sein Schwert mit beiden Händen und riss es aus der Scheide. Er packte es fest und rief mit lauter Stimme: »Gut, so warte, dass ich dir den Kopf abschlage!« Mit diesen Worten stürzte sich der Räuber auf den Jüngling, um ihm das Haupt zu spalten. Der erhob jedoch sein Schwert und wehrte den Schlag ab. Ein grimmiges Gefecht entbrannte. Pausenlos fielen die Schläge und hell sangen die Schwerter, wenn ihre Klingenschärfe sich traf. Die Frau schrie vor Angst. Aber der Kampf tobte weiter. Beide Männer erhoben ihre Schwerter gleichzeitig, um sich den Hals abzuschneiden. Und es war ein Wunder. Die Schärfe der beiden Schwerter traf zu gleicher Zeit. Jeder trennte dem Gegner das Haupt vom Rumpf. Das Blut floss aus und tränkte den Boden. Die Körper ruhten im Grase, die Häupter rollten dahin. Der Kopf des Waldräubers lag in der Nähe des Körpers des Jünglings, dessen Haupt an die Seite des Räubers gefallen war. Die Frau schloss die Augen und sank weinend zu Boden. Jammernd beugte sie sich über den Leichnam ihres Gatten und flehte zum Götterkönig Pra-In. Der Herr im Himmel fühlte, dass sein Thron bisher weich und bequem sich härtete. Das wunderte ihn in seiner Herzen. Sollte auf Erden etwas Unrechtes geschehen sein? So dachte er und sah mit seinen magischen Augen hinab auf die Menschenwelt. Da gewahrte er den Jüngling und den Räuber, getötet in des Waldes Mitte. Er sah auch, dass der Jüngling ein Mensch voller Tugend war. Während er ihm nicht zur Hilfe käme, so wäre es ein Verstoß gegen den Willen des Himmels. Schnell musste er handeln, damit der Körper nicht vorher verfiele. Wiedererwecken wollte er ihn zum Leben. Darum stieg König vom Inn vom Sternenhimmel herab und trat vor die junge Frau. »Warum weinst du?« fragte er. Da erzählte sie dem Götterherrn die ganze Geschichte.
Königin hörte ihr zu und sprach: Nun weine nicht mehr. Ich werde dir deinen Herrn wieder wecken, dass er aufersteht. So sprach er, ergriff das Haupt, das bei dem Körper des Jünglings lag, und fügte es an. Er sprach die Formeln und blies ihm Leben ein. Als die Frau das sah, rief sie: Ich bin deine Sklavin, Götterherr. Du hast den falschen Kopf genommen. Dies ist der des Waldräubers. Prain, der Herr, erschrak und rief: O weh, warum hast du das nicht rechtzeitig gesagt? Ich kann das Haupt nun nicht wieder abnehmen. Aber sei ruhig, ich werde das Haupt deines Herrn mit dem Körper des Räubers verbinden und dir den Gatten wieder lebendig machen. So sprach er und nahm das Haupt des Jünglings, verband es mit dem Körper des Waldräubers, sang die Beschwörung und blies ihm Leben ein. Als die beiden Männer wieder lebendig waren, entstand für die Frau ein schweres Problem. Wem sollte sie gehören? Der, der den Kopf des Räubers trug, sagte: Die Frau gehöre ihm, denn ihr Körper hatte Gemeinschaft gehabt mit seinem. Der andere, der den Körper des Räubers hatte, aber den Kopf des Jünglings, entgegnete: Er müsste sie besitzen, denn das Gesicht sei der wichtigste Teil des Menschen, im Gesicht zeige man sein Herz. So stritten sie miteinander hin und her. Schließlich riefen sie Prain herbei und baten ihm um seinen Richtspruch. Der Gott fragte die Frau: Wen willst du wählen? Du selbst sollst dich entscheiden. Als die Frau eine Weile nachgedacht hatte, antwortete sie: Ich wähle nach dem Gesicht meines Herrn, denn das Gesicht des Menschen ist wichtiger als alles andere. Als ich meinen Herrn zuerst begegnete, sah ich ihm ins Gesicht. Die Gesichter von uns Menschen sind nicht gleich, denn sie sind das Spiegelbild unseres Wesens. Einerlei dagegen sind die unteren Teile des Körpers. Darum möchte ich mir zum Gatten erwählen den, der das Haupt meines Herrn trägt. Der Götterherrscher Inn vernahm ihre Rede und entschied, die Frau sollte dem gehören, der das Haupt des Jünglings trug. Das war der andere, dessen Körper mit dem Kopf des Waldjägers verbunden war. Traurig, denn er musste seinen Gegner mit der Frau ziehen lassen. Diese Geschichte zeigt: Unser Gesicht ist wichtiger als alles andere an uns, denn im Gesicht zeigt sich der Mensch. Ein altes Sprichwort sagt: Bevor du dich mit jemandem verbindest, sieh ihm ins Gesicht. Kaufe kein Tuch, dessen Gewebe du nicht zuvor geprüft hast.